Hallo und Kuckuck, hier ist er wieder, der Bastard von YouTube. Die Bestie von hier. Elex. So. Herzlich willkommen zurück bei Elex, wollte ich damit eigentlich noch sagen. Also, na egal. Okay. Jo. Wie machen wir, verdammt nochmal, jetzt weiter? In der letzten Folge haben wir ja, den Falk kennengelernt, denn der ist ja jetzt unser Gefährt. Wir könnten ihn also direkt mitnehmen. Will ich aber nicht. Ich will meine Ehefrau hier an der Seite haben. So, Elektrotechnik für Falk. So, wir können. Ich muss jetzt erstmal hier das Ganze sortieren. Harcourt Schlüssel, gefälschte ID-Karte, Turmschlüssel, Hunters Thronschlüssel, ja bla 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 bla. So, Lernpunkte haben wir keine mehr. Die haben wir alle für Konstitution ausgegeben, damit wir hier schnellstmöglich wieder Rüstung lernen können. Guck mal hier, Rüstung wollen wir lernen. Brauchen wir 10, brauchen wir 2 Stufen, müssen wir dafür steigen. So, Tiertrophäen. Was wollen wir hier? Stimmt das? Tiertrophäen. Das könnte man lernen. Die Frage ist, wo lernt man das? Guter Esser. Das sind alles so Sachen, die könnte man direkt lernen. Tiertrophäen und sowas kann man ja alles verkaufen, ist ja klar. Das ist ja alles, investieren wir ja alles. Sechster Sinn. Zeigt dir Feinde auf der Minimap an. Ja, das ist ja, na gut, haben wir ja. Abenteurer. Wir gucken mal, was haben wir? Extra Hitpoints. Gibt dir zusätzliche Lebenspunkte mit jeder Stufe. Ach, haben wir das noch nicht? Oh. Überlebenslehrer. So, Rüstung, Überlebenslehrer. Tiertrophäen, Überlebenslehrer. Okay. Das kostet mich zwar wieder einen Haufen Erz, aber egal. Warte, warte, warte. Überlebenslehrer. Wo haben sie Überlebenslehrer? Da gucken wir mal. So, hier in dem Haufen hier haben wir keinen, oder? Kampflehrer. Persönlichkeitslehrer. Ich hab's geahnt. So, haben wir hier in Xarko, Quatsch, hier in Goliath. Kampflehrer, Berserkerlehrer, Handwerkslehrer, Überlebenslehrer, der Born. Also, gehen wir zum Born, würde ich mal sagen. Hier, komm. So, gehen wir mal zum Born. Ich habe ja immer noch meinen, kann noch kein Tuch heute hier abgerissen. So, warte, das machen wir ganz. So. Ja, habe ich eine Allergie? Wurde ich letztens schon gefragt, eine Allergie oder was ist? Nee, das ist manchmal, wie gesagt, juckt das ein bisschen in der Nase. Es ist nicht, das läuft oder so. Also, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Der eine oder andere mag sich am Ende davor ekeln. Oder sowas. So, es juckt einfach manchmal nur ein bisschen und da muss ich dann. So, warte mal, der Boden. Der ist aber. Warte mal, wer ist das hier? Den haben wir hier. Nee. Ach nee. Der Born. Wo ist der jetzt? Ei! Das hätte schief gehen können. Jo, wo ist der Kerl jetzt? Oder man hätte man sich doch eigentlich einen Marker Was setzen macht er können. da? Wie, was macht der da? Halt die Schnauze. Kaya? Nee. Rüstungsschmied. Wir wollen hier runter zu dem da. Da setzen wir uns mal einen Haken. Wo ist mein Haken? Da. So, und dann würden wir hier wieder uns. Wie gesagt. Natürlich müssen wir jetzt erstmal wieder hier Gold ausgeben, aber das nützt alles nichts. So, boom. Bring mir was Bring mir bei. etwas bei. Alles Jo. klar. Ja, quatscht nicht so viel. Frostresistenz könnten wir lernen. Giftresistenz. Aha, hatten wir nicht immer Giftresistenz? Rüstung. Ja, fehlt uns noch was. Tiertotrophäen. 250 Mark nehmen wir mit. Ja. Das nächste kostet dann hier Intelligenz. Habe ich nicht. So, 500 Lernpunkte. Guter Elsa. Erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Nehmen wir mit. Komm. Abenteurer. Was haben wir? Sechster Sinn. Extra Hitpoints. Komm, nehmen wir mit. Hier. Scheiß drauf. So. Okay. Das würde ich jetzt erstmal nicht. Lernpunkte 0. Ach so, jetzt habe ich keine Lernpunkte mehr. Darauf habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet.
So, okay. Na, sind wir jetzt zwar wieder über 1000 hier ärmer, haben aber wieder ein bisschen was. Können Tiere ausnehmen. So, das speichern wir gleich mal. Apropos speichern. Ich habe es ja nicht mal geschafft, hier meine Speicherplätze hier wegzusichern und hier wieder die alten von damals, von meinem Kleriker-Durchlauf hier zu löschen. Beziehungsweise, ich habe sie vorher gesichert. Also, ich lösche nie was, ohne da vorher ein Backup zu machen. So. Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Die Vorgehensweise. Immer Backups machen, ist ganz wichtig. So, Elektrotechnik für Falk. So, jetzt gucken wir erstmal, wo das war. Ich würde jetzt das für den. Oder mache ich das in dem nächsten Kapitel? Suche ich erstmal die Konverter auf. Ich wäre eigentlich mehr für die Konverter jetzt erstmal. Ich weiß auch nicht, wo der Kn Ich weiß immer noch nicht, wo der Knackpunkt. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal. Warte mal, das ist hier oben. Wisst ihr was? Wo ist das denn? Das ist wieder in der letzten Ecke. Guckt euch das mal an hier rechts daneben. So, und hier im Vor. Ist da was wir jetzt machen? Wir machen jetzt das mit der Elektrotechnik. Fertig. Komm hier. So. Die ganze Scheiße in der. So. Dann müssen wir uns erstmal einen Marker setzen hier. Welches ist. So, mein Marker. Ja. Was haben wir hier wieder beim. Nicht gut, gar nicht gut. Was nimmst du wieder? Wie geht es dir? Alles gut. Da Was ist nicht gut? Was hast denn du, Mädel? Ich halt doch mal die Luft an. So. Ne, wir machen das jetzt wieder Elektrotechnik. Bevor wir hier stundenlang hin und her rätseln, was wir machen. Wir wollen ja auch vorwärts kommen. Aber ob wir jetzt hier schon im dritten Kapitel sind oder nicht, also im zweiten. Also ich habe davon noch nichts gemerkt. Also ich glaube, wir müssen noch im ersten sein. Das hatte ich ja die letzten Folgen schon angesprochen. Ich wollte erstmal hier in Kapitel bzw. Passus 2 kommen. Deswegen hatte ich ja eigentlich mit dem Sestak gesprochen. Jawohl. Jetzt haben wir den Großen da angelutscht. Ich sehe nichts, Haufen Blätter, Mensch. Gestrüpp hier oben regt mich gerade auf. Brennt der oder brennt der nicht? Ja, der brennt. Brennt der runter? Das hätte schief gehen können. Jo. Für dich doch immer, Baby. So. Hätten wir. Ja, mit der Mana müssen wir ja aufpassen. Haben wir nicht irgendwo Mana-Regeneration oder sowas lernen? Großer Elixierbeutel. Guck mal, da haben wir schon wieder ein bisschen was. Wir müssen ja, wie gesagt, auf die ganzen nächsten Rüstungen und den ganzen Quatsch hier sparen. So, okay. Ich glaube, die großen Rüstungen hier, in dem Falle ja die Erzberserker-Rüstung, das war ja dann, glaube ich, auch. So, das höchste an Rüstung, was man kriegen kann. So. Die Frage natürlich, wie kommen wir hier hoch? Wo geht's hier lang? Na klar. Ja, klar. Es wird hoch, gehen wir wieder ganz runter. Nee, 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 ich will da hoch. Wo sind wir hier überhaupt? Was ist das denn? Es geht los. Jo.
Hab ich mal nützlich. Der müsste eigentlich jetzt runterbrennen, oder? Jo. So. Na? Nachtschatten. Ja, gegen die hatten wir ja auch schon gekämpft. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das hier irgendwo oben drauf ist oder irgendwo in der Höhle drin. Ah. Ja. Nicht, dass du dich zu sehr anstrengst hier für eine Felsassel, für eine Fleischwanze. Ja, weiß noch jemand, was eine Fleischwanze ist? Ja. Joch. Kommen wir auf diesem Wege hier hoch? Weiß es nicht. Das Problem ist, wenn wir hier über diesen Vorsprung gehen, dann bleibt der Kerl wieder hin. Ja, genau. Oh. Da kommt man aber auch nicht los von diesem, wenn der runterrutscht. Nächste Etappe. Darüber. So. So. Dann hier hoch. Halt! Wirst denn du? Warne dich. Da, ja. So. Wurde ein Loch im Zaun gelassen, ich werd verrückt. Ja, die ganzen Begleiterquests. Schaffen wir es da hoch? Ja. Ah, komm schon. Na, jetzt hüpf doch mal hier hoch, Mensch. Oi. Wo sind wir denn hier gelandet? Speichern. So, hier. Metallschrott. Nimm mit. Elix-Batterie. Abgeschlossen. Eine Elix-Batterie. Jawohl, ja. Elektroschrott. Wo sind wir hier eigentlich? Also mal, ich muss mal gucken, ob es hier irgendwo einen Teleporter gibt. In der Ecke. Wenn ich wüsste, wo wir hier überhaupt sind. Das ist wie immer wieder die Frage. Where we are? Oh, wie wären wir hier eigentlich hochgekommen? Das ist auf jeden Fall schon mal entzaun. Moment mal. Wir sind aber nicht am Anfang, oder? Wir haben Anfangsgebiet, wo wir das ganze Spiel hier angefangen haben. Oder doch? Doch, wir sind im Anfangsgebiet, oder? Ja, so. Hier haben wir das Spiel angefangen. Hier ist er abgestürzt. So, Kaya, hier haben wir angefangen, unsere Reise. So. Aber wir gehen wieder hier hoch. Oh, gruselig. Jo. So, wo sind wir jetzt hergekommen? Da oben. So. Wir wollen wieder da hoch. Vielleicht finden wir da oben ja noch einen Teleporter. Hör auf zu schleichen, du Penner. So, hoch hier, komm. Ja, na los, komm, lauf. Wir sind am Anfang nicht hochgekommen wegen kein Raketenpack. Also hier das Jetpack hatten wir ja nicht. So. Ich meine, man hätte auch zurücklaufen können damals am Anfang hier. Und also nachdem man das eingesammelt hat und hier die ganze Gegend erkunden. Aber am Anfang, wie das halt so ist im Rollenspiel,
Da will man da die Erkundung der Gegend so relativ vermeiden, weil Viecher und so, man ist dem nicht gewachsen und so, da will man sich erstmal so aufs Kämpfen raushalten. Das ist ja logisch. Ja. So habe ich auch getan. So. Ja, wie gesagt, Teleporter hier oben in der Ecke wäre richtig nice. So. So, was haben wir hier? Achso, ich dachte, hier könnt ihr ja irgendwas einsammeln. So, nee. Okay, hier oben die Ecke scheint erstmal so weit dicht zu sein. Wir könnten höchstens da weiter hoch. Wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ja, also ich glaube nicht, dass hier irgendwo ein Teleporter ist, weil es ist ja hier praktisch Kartenende. So, dann hier oben. Da oben waren Alps, soweit ich weiß. So, ich würde sagen, dass bei den Klerikern, das könnte eigentlich. Wir gehen erstmal zu den Klerikern. Quatsch, zu den Outlaws. Scheint momentan am einfachsten. Mal sehen, wen wir dafür tothauen müssen. So. Bayern. So, da setzen wir uns mal wieder einen Marker hier. Guck mal an hier. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Es geht ganz einfach. Naja, gut, so einfach dann doch nicht. So. Zack. So, mein Marker. So, da gehen wir hin. Kaya, kannst du dich noch erinnern? Das ist der Müllhaufen hier. Das ist die Müllhalde hier. Der Schrottplatz der ganzen Welt. So, hopp. Runtergefallen. Naja, fast. So, ich denke mal hier unten in dem Graben. So. Ey, da bewegt sich was. Jo, 400 Erfahrungen wieder gekriegt hier. Hervorragend. So, wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch? Jo. So. Hier unten rennt einer rum. Darum würde ich mich aber zu anderer Zeit kümmern. Jetzt geht es erstmal um die Sachen hier für den Typen da. Wir werden hier wirklich, wie gesagt, ihr wisst ja, ich mache ja auch gerne hier Sachen so. Am liebsten eigentlich, wenn ich hier in so einer Umgebung bin, dort irgendwie nach und nach alles abgrasen. So. Deswegen mache ich jetzt die eine Sache hier. Und hier mit dem Gebiet hier, mit dem Wüstengebiet hier, das würde ich dann ganz gemütlich nochmal machen. So, zwei. Ne, wie viel sind noch? Zwei Stück. Und das wurden nicht noch drei? Vier, fünf? So. Alps oder in die Ecke hier hinten? Keine Ahnung. Wir probieren hier erstmal. Ja. Relikt. Wir gehen hier hin. Jo. Wie gesagt, ich glaube, dort oben waren Alps. So. Was ist das denn hier? Wer rennt denn hier rum? Hey, wer bist denn du? Hey, hallo, hallo. Kuckuck. Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Ja. Reisen jemals brauchen kannst. Ja, da sagt ihr alle. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Schwätzte, dann zeige ich ehrlich. Eisenhammer. Kann ich nicht tragen. Fehlt, was, Schaden minus 3. Selbst wenn, der ist Dreck. Jägerrüstung. Hab ich dem das verkauft? So, was können wir hier verkaufen? Hauch des Todes. Wie gesagt, das Ding heben wir uns auf zum Verkaufen. Jo, Flammenwerfer. Handgranate. Jägerbogen, Jagdbogen. Geistersehne 1400, 185. Jetzt gehen wir schon wieder den ganzen Mist hier durch. Keule. Jo, Schaden plus 10 können. Dafür wollten wir, glaube ich, Stärke lernen. Aber wie gesagt, wir kämpfen ja sowieso mehr für mit unserer Mana. Oh, Ring des Diebes, die Ringe, die hebe ich mir mal auf. Körperschild. Den ganzen Scheiß könnte man hier. Naja, geht egal. Energieriegel, Wein. Wein behalte ich auf jeden Fall für Tränke brauen. So, Wasserflasche. Naja, 17 Kröten, Apfel 17, ein rohes Fleisch, mächtig die Tränke, die kannst du vergessen.
reichert den Organismus mit Elex an. Ich habe bis heute nicht begriffen, was mir das bringt. Energiespeicher brauche ich nicht. Kannst du kriegen. Deiner Energiespeicher macht 100 Kröten. Brauche ich auch nicht. Ich bin kein Kleriker. Gründchen, Goldraune. Große Mana-Pflanze. Ihr habt da bestimmt noch Elektroschrott oder sowas. Serum, Antitoxin. Was macht Antitoxin? Achso. Wachmacher, Stims oder wie? Effekt darauf. In der Anfang von Stims erhältst du einen Malus von 50, naja. Bell. 2. Schützt vor Kälte und macht sich gut als Dekoration. Fangbein. Was ist ein Fangbein? Ich dachte, wer kommt denn hier angerannt? Hornplatte. Ja, komm hier. Feder. Kralle. Ja. Knochen. Elektroschrott. Hier, nimm den Scheiß. Metallschrott. Ja. Goldbrocken lassen wir mal. Eisenerz. Schwefelbrocken. Presslufthammer. Ja, was haben wir unten noch für zum Verklingeln? Ich weiß bis heute nicht. Energie für Plasmawaffen. Das wären mal zwei. Das wären auch wieder fast 600 Kröten hier. Speer. Standardmunition für alle Harpunen. Ich habe keine Harpunen und werde auch nie eine benutzen. Brennstoff. Behalten wir mal lieber, falls wir Flammenwerfer in die Finger kriegen. So, Energiezelle. Ja, das ist natürlich eine Investition hier mit den Energiezellen. So, speichern. Jetzt haben wir einen Haufen Zeit verschwendet hier. Nö, guck mal hier. Mein Marker. So. Dass wir beide heute schaffen, alle noch hier, das glaube ich nicht. Wir, warte mal. Wo haben die Kleriker gewohnt? Ach Quatsch, die Outlaws. Da gehen wir fix nochmal ins Bettchen. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, Kaya, das erzählst du mir jetzt schon zum wievielten Mal? So. Ja, Frauen sind leicht zu beeindrucken. Manchmal. So. Was sieht denn hier rum? Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, Mana, lecker. So, geh mal raus hier. Der Kerl ist sogar zu doof, um durchs Fenster zu springen. Ich glaub's nicht. Ja. Okay. Dann gehen wir mal. Wenn ich könnte, würde ich alle Campingstühle und Hocker hier einfach nur abbrennen. So. Wie gesagt, ich wette, hier oben hängen wieder. Na hier, Alps rum. Und ab. So, wenn wir das mit den Teilen jetzt gemacht haben, dann würde ich als nächstes das mit den Konvertern in Angriff nehmen. Hüpf doch mal hier hoch. So, da oben zeigt es mir schon Feinde an. So, das mit der Sonnenbrille ist tatsächlich gar nicht so schlecht. So, was zeigt es mir für Feinde an? Natürlich, was denn sonst? So, Alps. Nee, warte. Müssen mal gucken, ob wir hier irgendwie drum rumkommen. Weil die Alps letztendlich hier umzubringen, sollte jetzt nicht sonderlich die Schwierigkeit sein. Was haben wir hier unten für einen Gegner? Nee, komm. Das ist Verschwendung. Wenn wir jetzt gegen Alps kämpfen müssen, dann sind solche Viecher echt Verschwendung. Bleib hinter mir! Einen haben wir. Komm schon! Der reicht aus, der Drecksack. Jetzt hab ich ihn. Jawoll, ja. So. Das sind eigentlich drei Schüsse, die ich brauche hier. So. Ui! Roboter! Großer! Guck, da! Zwei!
Na, zieh doch mal auf das scheiß Ding. Es geht los. Wo ist der zweite? Ein altbekanntes Problem, man sollte sich nicht unbedingt treffen lassen. Das war's mal, uns hier wieder hochfressen. So, da rannte noch einer rum. Den haben wir ausgeräumt. Den haben wir auch ausgeräumt. Jo. Ja, wie gesagt, mehr als die hier werden wir nicht. Warte mal. Wir gucken mal kurz. Wir sind relativ in der Nähe. Dein Marker, ja genau. So, da rennt so ein Ding. Warte, hier, komm. Jo. Ah ja. Ja. Alter! Leicht verdientes Geld. So. Wie viel sind jetzt noch hier? Ich müsste schon wieder Mana saufen. Das ist wie gesagt eben der Nachteil bei den Mana-Kämpfen. So, da sind noch mehr von den Dingern. Das hier ist so eine Ecke. Da habe ich mich übelst angestellt damals. Der erste Mensch. Bleib hinter mir. Na, warte. Jo. Noch mehr? Natürlich noch mehr, aber was war der hier mit seinem scheiß Flammenwerfer, oder? Warte. So. Ach, verdammt. Ich erledige das. Ja, mach mal. Kaya, ich halte mal. Also, wenn wir Frauen etwas versprechen und dann nicht halten. Ui. Ja, So. Wo ist denn der Kerl jetzt? Das steht da oben hinter den Sandsäcken, oder wie? Hm. Ah! Alter! Hä? Hast du den jetzt wirklich platt gemacht, Kaya, hier oben? So. Einer ist auf jeden Fall hier noch irgendwo. Da drüben. Hat doch einer angezeigt. Das ist noch ein Alp. Nee, der ist ziemlich weit weg. Nee, okay, da sammeln wir jetzt hier alles Mögliche ein, was wir finden können. So. Was? Foto. Jo. Okay. Ein Stück Piranha-Bites. Ja. Alter, diese Sitzmöbel, die sind zum Kotzen, ehrlich. Nimm doch mal hochleistungsfähige CPU. Jawohl, dankeschön. So. Ja. So, wie lange haben wir? Ja gut, da holen wir das letzte, holen wir dann in Ignaton, das holen wir. Es ist kompliziert. Wir haben keine Probleme. Nichts, was wir nicht lösen können. Geben Sie mir nur noch etwas Zeit. Ich gebe nicht auf. Oh. Das Ding nervt. So. So. Hey, wie gesagt, diese Ecke hier, das war damals wirklich, weil ich wirklich komplett unterlevelt hier hergekommen bin, in die Ecke, hatte ich auch den Falk viel, viel früher getroffen. Weil damals, wie gesagt, damals wusste man das halt nicht. Also wenn man das erste Mal hier spielt, wenn man blind spielt. Aber so ein paar Sachen, wenn man das einmal gespielt hat,
Ich meine, ich kenne das nicht so ganz so auswendig jetzt alles wie Gothic hier, wie die Gothic-Reihe selber. Aber ein paar Sachen hat man sich dann doch gemerkt. So. Ach, lass doch mal die Ratte. Klebeband. Bolzen. Bolzen. Die scheiß Rattenprobleme hier. Nervig. So. Okay. Metallschrott. Jo. Guck mal, hier haben wir sogar ein Doppelbett hier, Gaia. Extra für uns. Sehr altes Tagebuch. Also, Schlechter Zeitpunkt. was, wie schlechter Zeitpunkt. Hey! Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Danke, Gaia. Genauso will ich das von dir sehen. So. Starker Elex-Trank. So. Gut. Da gehen wir dann für die nächste Folge auch gleich nochmal nächtigen hier. So. So, ich kann jetzt, müsste jetzt eigentlich wieder hier nach Herzenslust neu speichern. Jawohl. Ja, speichert dann natürlich als 01, ist klar. Weil. Ja, ich habe vergessen, den Namen hinzuschreiben. So, okay. Dann soll es das gewesen sein für heute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und ein Abo. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ciao.